So, wo wird der erste Clash auf dieser Map passieren? Also, wie es ausschaut, ich kann von hier angegriffen werden. Super Rampe, super zum Verteidigen. Hier oben bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob man da durchkommt. Weiß ich auch, warum die punischen Kriege bei mir mit Mission 10 anfangen, ne? Oh Mann, ey. Wo sind sie überhaupt? Hammer, Hammer, Hammer. Das war die Mission gerade. Jetzt kommt die Schlacht bei Zama und wir sehen die Map nicht. Okay, wir spielen wieder Römer, sind verbündet mit Römern, Römern und Römern. Okay. Gegen Trojaner und Mayas. Wo ich mal eben. Genen. Falscher Knopf, ich wollte eigentlich. Ihr haut euch jetzt alle Nein. gegenseitig in die Fresse. Nein. Und wer übrig bleibt, der kriegt die Bo. Ach, ich weiß auch nicht, was ich wollte. Genau, Yippie! das wollte ich. Ah, okay, also Hannibal, Hannibal ist doch schon tot. Hannibal und Magus sind verbündet. Die Trojaner sind verbündet und es gibt noch irgendwo so einen reingeschmeckten Maia. Okay. Gute Nacht, Joe. So, Schlacht bei Zama, besiege die Karthager, das Jahr 206 vor Christus. Scipio ist uns ein guter Heeresführer. Wir haben die Karthager zurückgeschickt, zurück in ihr eigenes Land nach Karthago, den mächtigen Hannibal und seinen jüngsten Bruder Mago. Nach dem Verlust der iberischen Halbinsel sitzen sie nun fest im eigenen Land. Der Numidier-König. Es ist zu spät für so ein Wort für mich. Es tut mir leid. Masinisa, also der Numidier-König, Masi, genau der, hat sich auch von ihnen abgewandt und sich allerdings auch nicht mehr mit uns verbündet. Das ist der neigeschmeckte Maya. Spieler. Im Herbst sind wir an der Küste der Karthager angelandet. Unsere Offensive läuft an. Es gilt, Hannibal und Mago zu trennen und ihre Heere zu vernichten. Gemeinsam mit den Führern der drei Kohorten ist es uns gelungen, die Brüder zu zerspalten und in die Zange zu nehmen. Lectorus im Norden und Wikipedus im Nordosten müssen sich zunächst um Daher kommt der Name Wikipedia übrigens. Müssen sich zunächst um Masinisa kümmern. Editorus, aka, der hat die Map bestimmt erstellt, wird Mago beschäftigen, bis wir selber stark genug sind, um uns an Hannibal zu wagen. Ich habe den doch gerade besiegt. Lasst uns aufrüsten und hoffentlich zum hoffentlich letzten Kampf. Ist das die letzte Mission? Nein, das ist nicht die letzte Mission. So, let's go. Esel? Okay. Alle mit mir verbündet. Da hab ich Truppen? Das wäre eine Falle, ne? Ja, komplett mal da stehen. So, vielleicht sollten wir auch irgendwas bauen. GG. Und ein bisschen Land einnehmen. Und ein bisschen Holz fällen.
ein bisschen Wohnhäuser setzen. Haben wir überhaupt sowas wie Arbeitskräfte? Was haben wir hier? Medics. Ja, sauber. Ist das hier eigentlich eine Insel? Ne. Oh, interesting. Ich glaube, hier geht schnell zur Sache. Kann das sein? Frage, kommt ihr da durch? Wenn der eine da durchgekommen ist, kommt ihr dann... Nee, der ist nur besser gespawnt wie ihr. Okay. Also hier kein Durchkommen, dann nur hier oben. Dann campt da mal. Eieiei. Oh, hier liegt ja alles voll. Was haben wir denn hier? Das sieht nach Belagerungswaffen aus. Nachttatze. Warum ist denn hier so viel rot? Was gehört mir denn hier? Ah, nix. Das ist einfach nur mit mir verbündet. Ich sehe so viel von der Map. Wo sollen da groß Gegner sein? Also hier ist klar. Grün. Liegen überall Waffen. Ich brauche gar nichts produzieren. Ich muss nur alles einsammeln. Hier liegen auch Waffenmarker, die mal.
Also das da unten sind nur Wanderholzfäller, ne? Die kommen dann wieder weg. Nur, dass ich hier schön Schwerindustrien setzen kann. Falls sich jemand wundert. Und das tut er ja bei mir öfters. Was haben wir denn eigentlich noch? Ja, wir haben noch ein paar. Ich glaube, hier hinten war auch Zeug, ne? Was ist das für ein Gebäude? Ist das ein normales Zielobjekt? Ja. Noch nie aufgefallen, dass da ein Römer draufsteht. Sieht aber gut aus. Ist auch an der Küste. Muss ich mir hier durchzaubern? Also kommt mal zurück. So. Alter, hier liegt alles voll. Auch hier. Ich höre Kampfmusik. Da oben ist der Maya.
Wer geht dem Blauen gleich auf den Sack, oder wie? Was sollen denn die Belagerungswaffen überall? Die machen mich nervös. Obwohl sie useless. Die gehen aus wie hier drüben. Das ist noch eine Insel. Ah! Er schießt! Wir haben dir die Kriegsschiffe zerballert. Du hast das schon alles gespielt? Nice. Auch irgendwo ein Fluss? Da hinten. Wir müssen dahinter. Eines ihrer Schiffe ist gesunken. Ja. Kann man mal machen. Fische? Fische. Soll man angeln? Acht. Wow. Hatte ich hier hinten nicht Pioniere? Sind die eigentlich hin? Wie kommt die jetzt da runter? Ach so, die sollten den Berg frei. Oh, das macht sogar Sinn. Da steht doch safe das nächste. Ja gut, ich brauche die blöden Schiffe nicht. So, wo wird der erste Clash auf dieser Map passieren? Also, wie es ausschaut, ich kann von hier angegriffen werden. Super Rampe, super zum Verteidigen. Hier oben bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob man da durchkommt. Also, eigentlich fühle ich mich relativ sicher. Hi Desmo, grüß dich.
Wer stirbt hier? Hier marschieren gerade die Trojaner ein. Ohne Schwertkämpfer. Ist natürlich RIP. Der verliert. Lila auch. Lila ist der... Ah ja, okay, das hier... Okay. So, das ist dann meine Gnadenfrist sozusagen, oder wie? Ich könnte aber alle Truppen nehmen und hier mal durchlaufen. Schnell mal Kampfkraft. Doch 8 Spitzhacken. Kann es sein, dass hier kein Krieger mehr ist? Vorbei, hä? Kommt ihr rüber? Ihr könnt doch da nicht durch, ne? Kommt da einer? Oh, jetzt kommen die Türme nicht mehr weiter. Oh shit, kann ich ja gar nicht mehr. Da habe ich ja die Bauernhöfe gesetzt.